Bang! Ich fange mal wieder mit einem Bang an. Hallo Leute, hallo YouTube. Tag 2, Day 2 auf der Fotopia. Ich sitze im Hintergrund. In einer Viertelstunde ist Einlass und ich bin heute mal mit kleinem Besteck unterwegs. Ihr seht schon, mein Arm wackelt. Der Bizeps schwillt. Ich habe die Fuji XT4 und das 1655 zum Vloggen drauf, weil ich heute ein bisschen hochwertiges Material für euch einfangen möchte. Und zwar ja, ein bisschen was von der Messe, ein bisschen behind the scenes. Heute ist der Mike mit seinem Vortrag dran. Moin. Den werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen behind the scenes machen. Mal gucken, ob ich dann mit meiner filme, aber wahrscheinlich werde ich eher mich als Sieger an der Kamera nehmen. Aber es wird auf jeden Fall spannend, denn ich habe gestern schon einen Teil der Messe gesehen, aber die andere Halle, die ist mir noch fast, bis auf den Sony-Stand, ja unerschlossen. Und ich denke mal, man kann richtig gute Aufnahmen, richtig gute Fotos machen. Ich bin echt gespannt heute auf den Tag. Gleich geht es mit Mike Herford los, dann Mike Kroner, Pierre Parolin, Stefan Klapsus und so weiter und so fort. Leute, begleitet mich an Tag 2 auf der Fotopia. Da sind wir auch schon im Inneren der Fotopia, und zwar in der Halle, wo der Frank Fischer seinen Stand hat, wo wir gleich auch den Mike Herford begrüßen werden. Im Hintergrund ist die große Bühne. Hier ist übrigens Udo am Start. Ne? Wirklich alles sehr interessant und auch wirklich schön aufgemacht mit den Containern und das Ganze drumherum. Und ich gehe gleich mit euch mal rum und zeige euch mal den einen oder anderen Stand. Es gibt auch viele Fotomotive hier, wenn man sich mal dreht. Ja, überall irgendwelche Skulpturen oder sowas. Überall Bänke und Sitze, wo man sich dann mal ein bisschen setzen kann und sich ein bisschen austauschen kann. Und wir gehen jetzt einfach mal zum Stand von Frank Fischer rüber und schauen mal, was der Mike Herford so treibt, wie die Vorbereitungen laufen. Und ich glaube, Michael Ziegern ist auch da. Schauen wir mal. Bist du schon aufgeregt? Absolut. Ich kann es kaum erwarten. Vielleicht mal als erste Impression, das ist quasi vom Reinebringen aus fotografiert, das ist nicht von mir selbst, sondern von der Drohne fotografiert. Aber die Lofoten sind natürlich so ein bisschen für mich persönlich auch so die Alpen am Meer, sage ich immer, ja? Weil das nicht mehr sage 100%. Ich bin einfach losgefahren, durch Zufall habe ich das schon am Himmel gesehen und tatsächlich waren die Polarlichter. Ja, viel Spaß euch noch und danke fürs Zuschauen. Dem Mike seinen Vortrag, ach guck mal, jetzt haben wir auch direkt Licht bekommen hier. Mike seinen Vortrag ist beendet und da habe ich noch hier einen Abonnenten getroffen, ne? Ja. Der meine ganzen New York-Vlogs mehr oder weniger reingezogen hat, durchgesuchtet hat. Und ich habe gerade ein paar schöne, den Matthias, ne? Richtig. Matthias Brauer, und dem hat ein paar schöne Tipps noch von New York gegeben, haben gesagt, er kann mich jederzeit kontaktieren, wenn es dann soweit ist. Und jetzt gehen wir mal weiter hier zum Mike rüber. So Mike, wie war's denn? Warst du zufrieden? Ja, war sehr cool. Waren doch mehr da, als ich jetzt gedacht habe tatsächlich, und war ziemlich cool. Also hat Spaß gemacht. Guck mal, die Fuji kann sogar dein Auge erkennen. Ich sehe das schon. Ich habe ja sogar zwei davon, von daher geht das ja ganz gut. Sensationell. Ja, war cool. Also macht Spaß und jetzt gehen wir auf die Messe noch ein bisschen, würde ich sagen. Ja, genieß, ne? So, ein bisschen gucken. Schön, dass wir uns auch mal persönlich getroffen haben. Ja. Wir haben schon festgestellt, dass du größer bist als gedacht und ich kleiner. Und ich dachte immer, ich wäre kleiner. Vielleicht bist du auch gewachsen in letzter Zeit. Ja, ein bisschen. Und dann haben wir hier auch noch hier so, komm mal rüber.
Ich? Ja, komm mal rüber. Komm mal her, Olli. Ja. The one and only, wie nennt sich, auf Instagram würde ich ihn nennen, Hashtag Scheiß auf Hashtags, oder? Ja. Moin. Der Olli Utesch. Der wird dich auch so ein bisschen über den Tag hier durch die Messe begleiten. Und wir werden vielleicht, heute Abend spielt, glaube ich, St. Pauli. Du lauf nicht weg hier. St. Pauli HSV, ne? HSV, ja, und die andere Mannschaft, gegen die spielen, da nehme ich den Namen nicht im Mund. Ja, aber werden wir das irgendwo gucken? Ja, ich hoffe. Schön? Also wenn du dabei bist, sehr gerne. Bierchen, Kiez gepflegt. Gut, dann bringe ich aber vorher den Rucksack weg, weil das ist mir zu gefährlich. Ne? Das stimmt. Könntest du mit einem leichteren Rucksack ja, vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Insta-Story. Schauen wir mal. Ja, hier bei Canon auf dem Stand. Die haben ganz gut aufgefahren und hier oben sind wir mal die dicken Linsen am Testen. Wunderbares Bild, Olli. Sehr schön. Aber wirklich ein ziemlich cooler Stand hier von Canon. Und wie gesagt, ich war ja auch mal Canon-User, ne? EOS M50. Ich glaube, da lachen die aber noch drüber. Jeder macht mal Fehler, Frank. Ja, das aber ist Canon, nicht schlimm. Canon hat den Fehler gemacht, das nicht weiterzuentwickeln. Im Gelände. Und für den, der vielleicht sagt, ja, wozu brauche ich eine Kamera? Ich habe Zugriff. Ist da jetzt ein Weißabgleich schief gegangen oder ist das also jetzt Canon, das Zink-Ding? Man weiß es nicht. Mini-Print. Mini-Print, genau. Ich würde sagen, Weißabgleich. Was ausmacht, was den Griff angeht, ne? Finde ich. Ja, der Griff, das ist schon wesentlich ergonomischer. Also das ist schon sexy, so ein Tiefergriff. Olli hat gerade die Kamera im Moment meines Verlangens in der Hand, die XZ2S. Ist schon ein schmuckes Teil. Ne? Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Mal sehen, ob die gute XT4 dafür vielleicht reicht oder mal sehen, was die XT5 kann, wenn die rausgeht. Wenn man runter von dem Holz stehen. Ja, ich war wirklich so ein, das war
Das mache ich jetzt. Da fehlt mir einfach nur die Dinge. Ich ärgere mich schon, weil ich habe dann. Wir gehen jetzt, wir haben jetzt so Halbzeit hier auf der Fotopia und gleich ist der Mike dran, den werde ich natürlich unterstützen. Ich werde mich jetzt mal zu Tamron an den Stand machen und mal meinen Kontakt bei Tamron mal ein Gesicht geben sozusagen, weil ich kriege ja von denen auch gelegentlich mal ein Objektiv zum Testen zugeschickt und zwischendurch gibt es immer mal wieder Bilder und Impressionen, alle mit der Fuji XC4 gefilmt. Ich sehe aber schon, auch gelegentlich hat die Fuji ein bisschen Probleme, den Augenautofokus zu halten. Da bin ich froh, wenn es da irgendwann mal Nachfolger gibt. Jemand hier, der mal sich überraschen lassen möchte, oder wer kennt Mike noch gar nicht von euch bei der Hand? Ich muss mal auf 16 mm stellen. Das liegt aber ja nicht an der Breite. Und der Gelbabgleich ist auch gut, ne? Was ist denn das da? Mit Leben, oder? Hallo? Ja? Hä? Zieh mal Fazit. Halbzeit-Fazit. Halbzeit-Fazit für den Vlog. Also, ich würde sagen, hier war heute richtig Programm. Gestern hatten wir ein bisschen ausgedünntes Programm. Da hatten wir ein paar Lücken auch da drin. Jetzt war ja durchgehend was los und es war auch hier was los auf der Fläche, muss man sagen. Und insgesamt würde ich auch sagen, ist doch die Fotopia relativ gut besucht. Besonders im Vergleich zum letzten Jahr, da war aber auch Pandemie und Eintrittsregelung und so weiter. Es sind doch viele, viele Leute hier, viele bekannte Gesichter. Und ich habe das Gefühl, überall auf den Ständen, ziemlich egal, wo man hinkommt, kann man irgendetwas machen. Und das zeichnet so ein bisschen ja das Konzept der Messe auch aus. Nicht irgendwo eine Kamera ausprobieren, sondern mitmachen. Ich finde es verhältnismäßig angenehm hier. Weil es nicht ganz so voll ist. Ja. Mhm. Weil es auch Futschi. Okay, ja, Futschi. Nee, das gibt's auch nicht. Futschi ist ja so ein bisschen Leica für Arme. Deswegen fotografiert ja auch der Michael damit. Ne? Ja. Muss man sagen. Und Leica für dicke Arme, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Hier, guck mal hier. Heieieiei. Weiter mal mit dicken Armen. Ja. So, gleich gibt es noch ein Bierchen, Leute, und dann werden wir uns verabschieden vom Vlog. Olli, ist er noch da? Der steht hier hinter dir. Ah ja, genau. Mit dem Olli vielleicht Fußball gucken gehen. Auf jeden Fall. Weiß ich es noch nicht. Ja, genau. Also der Olli geht auf jeden Fall. Ich denke, da gehst du auch mit, oder nicht? Ja, aber dann bringe ich auch vorher in die Futschi heim. Ich denke, da wirst du vorher alles heimbringen müssen. Würde ich sagen. Und nur so einen Zehner in die Hosentasche stecken, weil du weißt nie, wo du mit Olli endest. Ja, er kennt mich aber auch nicht. Ne? Mal abwarten. Ach so, aha. Ja, schauen wir mal. So, und dann darüber. So. Jetzt hoffe ich, dass ich im Fokus bin. Ja, liebe Fuji XC4, das kannst du doch viel, viel besser. Ja, der zweite Messetag geht zu Ende. Heute hatte ich keinen Vortrag gehabt. Also das war gestern schon super. Ihr habt den Vlog wahrscheinlich schon gesehen. Vielleicht auch den Beitrag, den ich hochgeladen habe. Und ja, der Fotopia, muss man sagen, ist ein gutes Konzept. Ist eine schöne Messe. Und ich hatte auch heute wieder sehr viele neue Leute kennengelernt. Auch alte Leute, die ich über YouTube kenne, auch mal live und in Farbe. Wie Mike Herford und Olli Utesch, Jukebox. Und mit dem Olli gehe ich nachher noch auf den Kiez. Wir gucken uns noch St. Pauli gegen Hamburg an und werden noch ein oder andere Bierchen trinken. Der Mike schwächelt ein bisschen, der ist ein bisschen kränke. Ich habe die Erkältung anscheinend jetzt durch. Und wie gesagt, jetzt vor den Messehalten sage ich für heute Tschüss. Ob es morgen noch einen Vlog von der Rückfahrt gibt, ja, kann ich mir vorstellen. Abfahrt und Tag sozusagen, beziehungsweise Tag 3 auf der Messe. Morgen wäre der Klaus da, die Spielidealisten.
Vielleicht auch mal ganz spannend. Nur auf der Messe selber brauche ich jetzt eigentlich nichts mehr zu filmen, da habe ich alles durch. Ich sag mal, vielleicht mache ich noch eine Art Fotowalk und laufe dann hier zur Messe oder mache hier im Schanzenviertel einen Fotowalk und gehe dann danach auf die Messe und gucke mir noch im Klaus seinen Beitrag an. Schauen wir mal, wie auch immer. Wir sind schon die ersten St. Pauli-Fans unterwegs zum Spiel. 18:30 geht's los. Ich ab ins Hotel jetzt, die Klamotten weg, die teure Kamera und dann ab auf den Kiez. Ein paar Bierchen mit dem Olli trinken und mit Michael. Ich bin gespannt, wo das endet. Ihr werdet es eventuell auch in den Insta-Stories schon gesehen haben. Also, wenn es euch gefallen hat, ihr besucht hier auf der Fotopia die ganzen Vlogs, dann lasst ein Like, lasst ein Abo da. Abonniert die ganzen anderen Kanäle, die ganzen YouTuber, die ich getroffen habe. Wenn ich dran denke, verlinke ich die unten. Es war ein wunderbares Erlebnis für mich, hat riesen Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Vlog, was auch immer das sein wird. Entweder die Abfahrt morgen, ein Fotowalk oder vielleicht auch ein Video aus Kreta, wo ich noch mit meinem Sohn in Urlaub fahre. Schauen wir mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.